Hallo, ich bin der Matthias, Biersommelier und heute mal wieder bei Getränke Werner in Recklinghausen am Ording. Und heute möchte ich mal die Feinde am Niederrhein gegeneinander stellen. Ein Altbier und ein Kölsch. So, ich fange natürlich mit dem hellen Bier an, weil wir hier die etwas leichteren Aromen haben, während wir beim Bolten doch dann nachher mit den stärkeren, röstigen Aromen aufwarten. Und wir sehen hier schon sehr, sehr schön ein sehr, sehr helles, sonnengelbes Bier, klar filtriert mit einem richtig schönen, kräftigen, festen, sahnigen Schaum. Bevor ich dieses Bier probiere, werde ich aber auch schon mal die Flasche von dem Bolten alt öffnen. Hoppala, das Bier wird raus. So, auch das hat einen richtig schönen, tollen Schaum. Ihr seht das. Und jetzt seht ihr schon mal den großen Unterschied, um den es überhaupt bei diesen beiden Bieren geht. Das Kölsch sehr hell und das Altbier, naja, das hat so eine leichte, helle Kupferfarbe und auch einen entsprechend dunkleren Schaum. Beide Biere mag man ja gar nicht zusammen in einer Stadt trinken. Kölsch wird in Köln getrunken, in Düsseldorf das Alt oder überhaupt am nördlichen Niederrhein das Altbier. Denn ein großer Unterschied zwischen beiden Bieren ist nicht nur die Farbe, sondern dass die Kölschbrauereien die Kölner Brauereien festgelegt haben, wie ein Bier zu sein hat, also ein Kölsch zu sein hat. Und dazu gab es die Kölsch-Konvention. Da wurde festgelegt, dass ein Kölsch ein helles Bier ist. Es muss mit obergäriger Hefe gebraut sein. Es muss filtriert sein. Und der Alkoholgehalt wurde auch noch festgelegt. Und es ist ein hopfenbetontes Bier. Ganz anders als beim Alt. Das Alt darf man überall brauen. Nicht nur in Düsseldorf. Und so haben wir auch hier mit diesem Bolten-Alt den ältesten Vertreter eines Altbieres aus Korschenbruch. Denn da wurde schon 1266 Altbier gebraut. Während die Frühbrauerei mit ihrem Frühkölsch, das es seit 1904 gibt, immer größer geworden ist und mittlerweile über 400 Mitarbeiter hat und 400.000 Hektoliter Bier braut, ist die Altbierbrauerei in Korschenbruch recht klein und regional geblieben. Ein Kölsch trinkt man ja klassisch aus der Kölschstange. Ein schmales, zylinderförmiges Glas. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn wir haben hier in diesem Kölsch auch noch süße, malzige Aromen, ganz, ganz leichte Zitronenfruchtigkeit noch, aber diese malzige Süße, die ist doch sehr, sehr dominant. Und wenn wir jetzt dieses schmale Glas an den Mund heben und das Bier so langsam dann auf die Zunge trifft, trifft es zuerst die Zungenspitze. Und da haben wir Geschmacksknospen, die besonders gut Süße schmecken können. Und so haben wir das optimale Glas, um das prächtige Aroma eines Kölschbieres von Anfang an genießen zu können. Fruchtigkeit. Und wenn man ganz, ganz, ganz genau mal reinhört in das Glas, dann kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen Ananas, so ein bisschen Quitte mit. Also ganz, ganz toll. Ja, und diese feine Kohlensäure, die prickelt und gibt, ja, die verschafft so ein richtig schönes, erfrischendes Mundgefühl. Und wenn ich jetzt wieder auf mein Lieblingsthema Food Pairing zu sprechen komme, dann würde ich hierzu natürlich mal wieder einen schönen gegrillten Fisch essen oder einen schönen Sommersalat, vielleicht auch mit Meeresfrüchten oder mit Hähnchenbruststreifen. Das Altbier unterscheidet sich vom Kölsch gar nicht mal so großartig, denn in beiden Bieren haben wir Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Der einzige Unterschied bei diesen beiden Bieren ist, dass wir hier dunklere Malze haben. Malze, ja, die auch geröstet werden bei 220 Grad, und dem Bier dann entsprechend ja, so leicht kaffeeartige, vielleicht auch schokoladenartige Röstaromen geben. Denn die Hefe bei beiden Bieren ist eine obergärige. Also von daher sind es zwar von der Farbe unterschiedliche Bierstile, aber von den Zutaten sind sie doch sehr, sehr ähnlich. Wenn ich jetzt in das Bolten Alt reinrieche, ja, kann ich schon ganz, ganz deutlich röstige Aromen riechen. Ich kann Karamell riechen, ich kann auch sowas wie Roggen riechen, obwohl wir gar keinen Roggenmalz hier drin haben. Ja? Wir haben hier Gerstenmalz, aber eben stark geröstet bei 220 Grad zusammen mit hellen Malzen. Und das bringt eben so, so ein röstiges Aroma, was im ersten Augenblick an Bitter erinnert. Aber nein, es ist da gibt diese Röstaromen, die kann man auch ganz, ganz deutlich dann so an der Seite im Gaumen spüren. Die bleiben schön lange haften. Und das Bier ist jetzt nicht so der
der Erfrischer nach, ja, nach dem Rasenmähen oder nach dem Sport. Dafür würde ich jetzt eher das Kölsch trinken. Aber das Altbier, das kann man richtig schön gemütlich trinken, wenn man die Füße hochlegt. Und wenn ich jetzt natürlich wieder zu meinem Lieblingsthema Food Pairing komme, ist das der ideale Begleiter, ja, zu einer Roulade vielleicht oder zu einem schönen Gulasch. Und aufgrund der leichten Säure, die wir hier auch hier drin haben, denn auch hier finden wir so eine leichte Fruchtsäure von Zitrone, vielleicht auch von getrockneten Dörrobst, also sprich Pflaume, Rosinen, passt dieses Bier, finde ich, auch sehr, sehr gut zu einem schönen niederrheinischen Sauerbraten. Wenn ich jetzt beide Biere vergleiche, finde ich eigentlich gar nicht so viel Unterschiede, bis auf die Farbe und natürlich auch den Geschmack. Ja? Aber beides sind tolle obergärige Vertreter. Beide kommen doch vom Rhein oder Niederrhein. Beide Biere haben ihre Daseinsberechtigung. Und wenn ich mich jetzt für eins entscheiden würde, würde ich tatsächlich solo das Kölsch trinken und zum schönen Fleischgericht das Alt. Wenn ihr auch mal beide Biere probieren wollt, auch gerne mal gegeneinander verköstigen wollt, dann kommt doch zu Getränke Werner am Ohrweg. Dort findet ihr diese tollen Biere und noch vieles, vieles mehr.